Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir geben uns von MI und Parker Heimweh. Und irgendwie ist es für mich immer so, habe ich auch gestern und vorgestern irgendwie, gestern oder vorgestern drüber nachgedacht, voll schön, wenn ich, es ist immer so ein schönes Gefühl, wenn ich mir auf diese Leute, wenn ich zu diesen Leuten ein Video mache, mit denen mein YouTube-Channel auch so ein bisschen angefangen hat, irgendwie so Meise, Parker, die JCC, JMC-Leute, JBB und all diese Leute, so, keine Ahnung, das ist, hat nochmal so einen besonderen Impact irgendwie, weil, Bro, keine Ahnung, ich habe die als 17, 18-Jähriger so entdeckt quasi, habe da Videos, meine allerersten Videos dazu gemacht und die sind immer noch am Start, ich bin noch am Start und das ist irgendwie, hat immer so einen Impact und allgemein die letzten Releases von MI haben wir uns ja auch sehr fleißig angehört, sie haben mich alle sehr gut gecatcht und ich bin sehr, sehr impressed von seinem Output, seinem Hustle, seinem jahrelangen Hustle schon. Und von Parker habe ich mir lange nichts mehr angehört. Ich weiß gar nicht, hat er was gedroppt? Hat er nichts gedroppt? Ihr müsst gucken, das letzte Video von Parker auf meinem Channel ist ein Jahr her, I guess. Würde ich jetzt vom Gefühl her sagen. Ganz produziert bei Cobra. Ich freue mich wirklich drauf. Gerade bei den beiden. Geht aufs originale Video. Lasst Liebe da, supportet. Schreibt einen Kommentar. Daumen hoch. Einmal durchlaufen lassen auf süß. Und dann würde ich sagen, gehen wir uns jetzt MySep und Parker zusammen mit Heimweh. Oh, wir haben wieder ein Anime-Video. Mag ich sehr gerne. Sehr sympathisch immer bei MI. Sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich wollte, dass es geht, aber du hast uns zerstört. Ja, ich hatte mich verloren in dem Grauen deiner Augen. Und der Ort, an dem du warst, war für mich mein Zuhause. Ich mag seine Gesangsstimme gerne, öfter sowas. Das Bild, das wir gemalt haben, war perfekt. Doch am Ende fehlte Farbe für ein echtes Happy End. Und ich bin lieber alleine, anstatt mit dir noch eine Frage. Nimm, was da lief, war übertriebene Scheiße. Alles zu viel für mich. Ich muss da raus, ich krieg hier unten keine Luft, verdammt. War kerngesund, aber du hast mich kaputt gemacht. Ich war. Boah, gerade auf diesem. Der Beat ist echt schön. Der Beat ist sehr, sehr passend. Luft, verdammt, war kerngesund, aber du hast mich kaputt gemacht. Ich war im Loch gefangen. Und dann gehst du gerettet von dem Mann, den du gebrochen hast. Ich dich für dich Heimweh. Oh mein Gott. Und dann gehst du gerettet von dem Mann, den du gebrochen hast. Wow. Wow. Holy shit. Und dann gehst du gerettet von dem Mann, den du gebrochen hast. Wenn ich dich sie kriege, ich Heimweh. Doch ich muss den Weg allein gehen. Egal wo ich gerade bin oder wo ich mal war. Es hat alles keinen Sinn, da bist du nicht da. Wenn ich dich sie kriege, ich Heimweh. Komm, lass mich dich einmal sehen, nur für einen Moment. Lass uns ein bisschen an der Zeit drehen. Ey, wunderschöne Hook, holy shit. Ich mag die Hooks von MI allgemein sehr gerne, aber die ist nochmal besonders geil. Ehrlich, sowohl textlich als auch, dass er nochmal so ein bisschen mehr Power, denn er in der zweiten Hälfte der Hook reingeht. Ehrlich, nice. Lass uns ein bisschen an der Zeit drehen. Und für die noch einer Sekunde sind wir nicht mehr getrennt. Wow. Ehrlich, also mad Respect an MI. Das ist eine Entwicklung, finde ich, ehrlich. Krass. Okay, bin gespannt auf Parkers Part. Du konntest vieles verzeihen und in den Liedern beschreibe ich, dass du damals mein Zuhause warst. Geil, holy shit, wie lange ich seine Stimme nicht mehr gehört habe und auch so ein bisschen dieses, er drückte noch ein bisschen mehr raus, dass sie noch so ein bisschen tiefer wird, ein bisschen kratziger wird. Vieles verzeihen und in den Liedern beschreibe ich, dass du damals mein Zuhause warst. Aber ich komm wieder nicht heim, du bist mal wieder allein, hast angerufen und das tausendmal. Ey, diese Stimmfarben passen gut zusammen, holy shit. Warum kriegt so ein Song denn nicht so viel Aufmerksamkeit? Ab in die Radios damit, Junge. Was ein guter Track. Im Bett und starre nur noch die Decke an. Keiner, der mich jetzt retten kann, denn die lautlos kein Netz empfangen. Geiler Flowchange. Und ich bin lieber zu Hause. Ich bleibe hier, weil ich niemanden brauche. Wow. Ey, ganz kurz, wo ich das Musikvideo sehe. Was sind eure Top 3 Anime? Haut mal in die Kommentare, ich bin ehrlich gespannt. Ich habe leider mein Leben lang nie so krass viele Anime geguckt. Als Kind natürlich, wir reden jetzt nicht über Shonen Jumps so, sondern ich meine so wirklich, die ihr jetzt so als ein bisschen Erwachsenerer vielleicht gesehen habt. Als Kind habe ich natürlich alles geguckt, so Detective Conan, also eigentlich nicht alles. Ich habe Conan geguckt, ich habe
Pokémon geguckt, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Sailor Moon habe ich geguckt. Das waren so meine Top-Picks, würde ich sagen. Und Tsubasa. One Piece habe ich damals leider nie geguckt. Aktuell meine Top 3 sind Death Note, Erased und ja, Sword Art Online, würde ich sagen. Das sind so meine Top 3. Haut mal eure gerne rein. Tut mir leid, dass ich nicht immer für dich da war. Und tut mir leid, mein Verhalten war nicht ertragbar. Ich weiß, dass diese Worte sowieso nichts rückgängig machen. Doch diese Trennung hatte meinem Herzen Lücken Wenn ich dich gelassen. sie kriege, schein Wow, will. das ist ein geiler Heartbreak-Song. Holy shit, Mann. So geil, diese Stimmfarbe von Emi. Geil. Es hat alles keinen Sinn, da bist du nicht da. Wenn ich dich sehe, krieg ich Scheinweh. Komm, lass mich dich einmal sehen. Das ist so gut, dass er hier nochmal mit mehr Druck reinkommt. Für einen Moment, lass uns ein bisschen an der Zeit drehen. Und für den auch einer Sekunde sind wir Wow. nicht mehr getrennt. Wow, Junge. Ehrlich. Auch wie er sagt, lass uns ein bisschen an der Zeit drehen. Das hört sich so schön an. Wunderschön mit dem Anime hier untermalt natürlich. Krass. Bitte, bitte, bitte. Freunde, geht rauf auf das originale Video, Link ganz oben in der Beschreibung und lasst einmal Liebe und Support da. Für mich einer der stärksten Releases von MI in den letzten, keine Ahnung, wie vielen Monaten. Oder einer der stärksten Releases von MI, die ich so zuletzt gehört habe. Die Kombi mit Parker hat unfassbar gut gepasst, in my opinion. Sehr geile Stimmfarbe und auch mal nicht. Einfach mal so ein gefühlsvoller Heartbreak-Song. So ein ehrlicher, gefühlsvoller Heartbreak-Song, wisst ihr? Geil. Geil. Geile Hook. Hat mir echt gefallen. Holy shit. Für mich echt ein Highlight der Sommer gewesen aus der Release-Woche. Richtig nice, Mann. Geiles Ding. Holy shit. Ich bin echt ein bisschen, keine Ahnung, geflasht, man freut mich voll. Deswegen lasst uns Support und Liebe da und eure Top 3 Anime einmal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt so fresh und bitte auch so gut aussehend, ja? Wie ihr seid. Ciao.